Herzlich willkommen zurück zu Sonic Generations und wir begeben uns in das letzte Zeittor. Bosskampf, sogar in Rot. Können wir da nicht den Sonic wechseln? Okay, du komisches Ding. Wenn du keine peinliche Niederlage willst, dann gib lieber gleich auf. Du hast hier überhaupt nichts zu melden, du blödes kleines Nadelkissen. Eggman? Aber wie? Er hatte ein wenig Hilfe. Dr. Robotnik! So nennt mich niemand mehr. Ob du das wohl bitte erklären könntest, höchst genialer Dr. Eggman aus der Zukunft? Es wäre mir eine Ehre, hochwohlgeborener Dr. Eggman aus der Vergangenheit. Nach meinem letzten Rückschlag stolperte ich über die Urversion dieser einzigartigen Kreatur. Ich fand an ihr fantastische Fähigkeiten, die selbst ich niemals meistern konnte. Sie konnte Zeit und Raum auslöschen. Schließlich kam mir die brillante Idee, meine bisherigen Niederlagen damit einfach ungeschehen zu machen. Um sie zu perfektionieren, brauchte ich jemanden, der so genial war wie ich. Nur einer kam in Frage. Ich selbst! Oh, das ist zu gütig, geschätztes zukünftiges Selbst. Ich half natürlich gern. Ich fing eure Freunde und wirbelte sie durch die Zeit als Köder für meine Fallen. Je mehr dein Monster durch die Zeit reist, desto mehr Schaden nimmt die Welt. Die Welt? Wenn ich mit Sonic fertig bin, wird die Welt mir gehören. Wow, werde ich wirklich so verrückt? Wir werden sehen, wer hier verrückt ist, wenn ich beide Sonics zerstört habe. Für immer. Du meinst, wenn wir sie zerstört haben, weniger schwafeln, mehr zerstören. Mich zerstören? Ihr mit euren komischen Bärten? Die ganze Zeit habe ich dich allein erledigt und jetzt sind wir zu zweit. Dann habe ich doppelt so viel Spaß an eurer Zerstörung. Das war erst der Anfang. Macht euch auf euer Ende gefasst! Du schaffst das, Sonic! Mach schon, Sonic! Verprügel ihn! Nicht ihr! Du schaffst das, Sonic! Du schaffst das, Sonic! Wer ist das? Vollkommen unwichtig! Du hast die Kraft, Sonic! Konzentriere deinen Geist. Wir stehen hinter euch! Ich glaube an dich, Sonic! Gib nicht auf, Sonic! Ich weiß, du schaffst es, Sonic! Du gewinnst, Sonic! Genau wie immer! Zeit für Dr. Rührei! A la Super Sonic! Holy fuck, wie episch ist das denn bitte? Wir sind Super Sonic. Ich meine, wow. Time Eater. Und wir sind... Oh Gott. Wie geil das ist. Wir fliegen mit beiden Sonics durch die Dimensionen und durch die Stages und boah, wie geil das ist. Da hat sich Sega wieder selbst übertroffen. Welchen Kern? Okay. Okay. Kann die Stages auf den Gegner zuschleudern, okay.
Jetzt aber komm! Komm schon! Wie greife ich denn an? Irgendwie kann ich nicht angreifen. Ich kann die Sonics wechseln. Oh, ich kann zwischen den Ansichten wechseln und... Wow! Oh! So. Ich bin jetzt der Retro-Sonic. Das sieht man an der Seitenansicht. Das ist total geil. Und irgendwie bringt mir das was, wenn ich... Habe ich jetzt getroffen? Ich glaube nicht. Ich sehe nichts mehr. Bin im Kern drin. Greif an, greif an. Jawohl. Okay. Der Boss ist irgendwie verwirrend. Ich glaube, ich muss jetzt wieder wechseln. Kann das sein? Aber dass die Leute mir das ständig ins Ohr reden, ist echt doof. So. Ja, ich weiß, dass das ein Verfolgungsschuss ist. Ja. Ich möchte auch irgendwie wieder hoch oder so. Komm, jetzt greif doch mal an. Und warum gehst du jetzt auf einmal hoch? Okay, wir wechseln. Und es laggt. Irgendwie, ich weiß nicht. Ist das komisch mit der Steuerung hier? Die reagiert auch ganz langsam. Oh! Gott. Ich brauche Ringe, ganz dringend. Man sieht die Ringe hier ganz schlecht. Ich brauche Ringe. Ringe, Ringe, Ringe. Gib mir Ringe. Gib mir Ringe, sonst ist vorbei. Da. So. So. Und irgendwie komme ich nicht voran. Das ist echt... Und Entschuldigung, wenn ich so wenig rede. Hallo Katze. Irgendwie verstehe ich den Boss nicht ganz mit der Bewegung und irgendwie sterbe ich gleich. Komm, lass mich an den Kern. Ach, verdammt. Das ist echt merkwürdig hier mit der Steuerung. Man soll X halten auf jeden Fall. Dann halte ich jetzt X die ganze Zeit einfach. Ja. So. Aua. Okay, gegen die Status fliegen sollte ich nicht. Ich fliege jetzt einfach so mit dem Nummer. Aua. Okay, ich habe ihn die Stage entgegengeschleudert. Das ist ein Verfolgungsschuss. Ja, auch die gehen mir richtig auf den Nerven mit ihren Verfolgungsschuss. Das ist. Ah! Richtig nervig. So. Ach, und dann soll ich wechseln, wenn er weggeht. Das geht. Ein Warp-Arm-Angriff. Ja. Ihr wiederholt euch. Das ist richtig schlimm. Ich möchte Ringe haben. So, voll gerne. Da, dankeschön. So, und ich halte jetzt einfach die ganze Zeit X gedrückt. Hör auf, das ständig zu drücken. Weil anders scheine ich nicht voranzukommen. So, wir gehen jetzt einfach hier weg. Soll der Verfolgungsschuss doch kommen. Jetzt soll ich wieder wechseln. Ich mache jetzt einfach das, was die mir sagen. Dann kann ich ja nichts falsch machen, oder? So, oh Gott. So. Ja, ich möchte da rein. Dankeschön. So, jetzt haben wir ihn einmal getroffen. Kriegen ordentlich Ringe. So, jetzt fliegen wir wieder nach. An sich ist der Boss ja doch total lame. Oh, so. Und jetzt wechseln wir wieder. Der Bosskampf ist nicht so episch, wie er zu Anfang schien. So. Ja, was an dem Bosskampf überhaupt nicht, Gott, episch ist. Ist, dass sie einen wirklich ständig ins Ohr labern. Und sich immer wiederholen. Das ist total nervig. Jetzt, geh doch mal runter. Wieso gehst du nicht runter? Geht doch. Also die Steuerung hier drin ist auch ganz komisch manchmal. Wow. So, kommen wir immer näher. Warum ändert die Kamera sich so komisch?
Ach, jetzt. Lass mich doch an dich ran. Ja. Lass mich doch näher ran jetzt. Ich weiß, dass das ein Verfolgungsschuss ist. Dass mir das aber auch jeder sagen muss von denen. Hat jetzt jeder einmal gesagt. Jetzt lass mich da rein. Och, gibt's doch nicht. Lass mich da in deinen Kern rein. So. Damn. So, und jetzt wechsel wieder die Dimension. So. Gut. Phoenix, habe ich jetzt keine Ringnot. Ja, es ist so nervig. Och Mann, ey. Was habt ihr euch da gedacht? Oh, geh weg. Aua. So, lass mich nach vorne. Was ist das denn jetzt wieder? Was? Oh Gott. Ja. Hallo? Welche Laser? Die da? Oh, ich sehe nichts. Was für Laser? Jetzt wechseln. Ja, ist mir bewusst. Achso, er ist wieder in den Tunnel drin. Das sah jetzt ganz anders aus. Och. Das ist extrem nervig mit dem Verlangsamen. Boah. Ey, der Boss, der ist echt episch angefangen, aber doof weitergeführt. Ohne Scheiß, also richtig Spaß ist bei dem Boss nicht, weil irgendwie fehlt die Epicness. Es ist episch, dass der Super Sonic dabei ist, aber trotzdem. So. Noch einmal? Ja, noch einmal, okay. Bis die Kugel kaputt ist. Was kommt jetzt? Wow. Drücke den linken und rechten Bumper gleichzeitig, um die Kräfte zu vereinen. Bitte was? Wow. Okay, das ist wieder episch. Das. Okay, das Ende war jetzt wieder episch, aber der Kampf zwischendrin, der war total schlecht, fand ich. Also, der war nicht schön. Da gab es bessere Kämpfe schon im Spiel. Ist noch warm. Zeitreisen. Ich gestehe, du hast was drauf, Sonic. Was drauf? Machst du Witze? Der war total super. Er sammelt wie viele? Wow, wo will er die ganzen Goldringe denn hinstecken? Ja, stimmt. Keine Ahnung. Ich sollte mal nachfragen. Es war toll, mit dir zu arbeiten. Vielleicht hast du ein paar Tricks für die Zukunft gelernt. Ich meine die Vergangenheit. Du weißt, was ich meine. Kumpel, super! Und du wirst nur noch besser. Hey, es geht los! Hey, Sonic! Genieß deine Zukunft! Sie wird super! Ja, das war's mit Sonic Generations. Und jetzt sieht man rechts wohl nochmal alle Sonic-Spiele durchlaufen, so wie es aussieht. Sonic the Hedgehog. Oder man sieht die Green Hill Zone. Das kann natürlich auch sein. Oder wir spielen die Green Hill Zone. Kann das sein? Nein. Okay, ich steuere das nicht da rechts. Ja. Ich finde es schade, dass das Spiel so kurz ist.
Ich meine, mit den Herausforderungen kann man sicher noch einiges rausholen und den ganzen Ring gesammeln, aber so storymäßig ist das echt mager. Ich meine, Sonic war ja nie wirklich das längste Spiel. Aber ich muss das Spiel auch loben, es hat eine richtig geile Optik und die Tatsache, dass man Retro und Modern verbunden hat, ist echt geil. Enttäuscht war ich vom Bosskampf. Vom letzten. Der Anfang und das Ende waren episch, der Rest war scheiße umgesetzt. Also, ich fand den nicht so toll. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den fandet. Also, ich fand den total langweilig. Ihr habt das auch gemerkt an meinem Kommentar. Ich war gelangweilt. Das war voll doof. Tut mir auch leid an der Stelle. Aber ich konnte das nicht ändern. Und dass die Leute da ständig zwischengeredet haben, das hat mich auch irgendwie am Kommentieren gehindert. Das, naja. Und man sieht wirklich nochmal alle Spiele. Das finde ich sehr schön. Was ich auch schade finde, ist, dass der Retro-Sonic nicht reden konnte. Warum sollte der nicht reden können? Sonic hat doch nicht erst 1000 Jahre später reden gelernt. Das konnte der doch schon früher. Also so von der Logik her. Klar konnte er in den Retro-Spielen nicht reden, aber hier hätte das, glaube ich, nicht geschadet. Trotzdem fand ich beide sehr geil dargestellt. Auch fand ich cool, dass er am Ende den Dash lernen wollte. Fand ich alles sehr schön. Die Stages waren geil umgesetzt, die Musik war schön umgesetzt. An sich ein gutes Spiel. Ich würde es nochmal spielen. Hat auch wieder Spielwert auf jeden Fall mit den ganzen roten Ringen und alles. Und ihr habt ja gesehen, man kann auch Fähigkeiten erwerben und kann sich das alles noch erleichtern. Und in den Stages gibt es 1000 Wege und ach, man kann da noch 1000 Mal durchspielen. Und ist einfach ein schönes Spiel. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich. War ein kurzes Projekt. Hab ja gesagt, dass ich nicht 100% machen werde, vielleicht privat jetzt noch nachholen, aber nicht mehr in diesem Let's Play. Ja, ich würde sagen, genießt noch die Sequenzen von den anderen Sonic-Spielen, die da rechts ablaufen und ich halte jetzt meine Klappe. Wir sehen uns beim nächsten Projekt, beim nächsten Video, was auch immer. Bis dahin. You can't.
Und du hast hier wirklich eine Tür gesehen? Was? Du hast doch gesagt, du hättest hier eine Tür gesehen! Es war auf jeden Fall einer von uns beiden. Sei still und such weiter! Wie spät ist es? Genauso spät wie bei deiner letzten Nachfrage. Und bei der nächsten Nachfrage wird es genauso spät sein. Hier gibt es keine Zeit! Das ist ja wirklich ein ganz toller Plan, den du dir da ausgedacht hast. Sei nicht so selbstgefällig. Bald ist das dein eigener Plan. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, ihn zu vergessen. Das habe ich gehört. Gewinnen wir auch mal. Das hängt davon ab, was du unter Gewinnen verstehst. Sonic besiegen! Oh, na dann nicht. Da bleibt wenig Hoffnung. Vielleicht sollte ich doch wieder auf Lehramt studieren. Gar keine schlechte Idee. Ich sage Leuten gern, was sie tun sollen.